Willkommen zurück zu Arkham Live. Leute, ich habe eben eine Aufnahme verworfen. Die war zum Glück nicht sehr lange. Aber ich habe da zu viel rumgedruckst, weil da eine Sache war, die ich ausgetüffelt habe, was wir heute machen werden. Und es ist eine geniale Idee. Mit Schluck auf, mit Essen Schluck auf, weil ich zu viel gegessen habe. Ich musste essen, weil die Nudeln wären sonst schlecht geworden, weil es zu warm ist. Das heißt also, ich habe eben zwei übertrieben dicke Portionen Spaghetti essen müssen. Und boah, bin ich satt davon. Und das nach dem Training. Leute, kennt ihr dieses unglaublich herunterziehende Gefühl, wenn ihr einen harten, richtig hart schuftenden Tag hattet? Oder wenn ihr viel Sport getrieben habt und trainiert habt? Dieses Gefühl, wenn, als würde die gesamte Energie und Kraft aus deinem Körper rausgezogen werden, so. Und die hängt nur noch so und denkt so, oh, ich will sterben. Ich liebe dieses Gefühl. Das geht mich irgendwann weg und dann fühlt man sich richtig, richtig gut. Morgen ist Muskelkater-Tag angesagt, aber heute geht's eigentlich ziemlich gut. Leute, lasst dem Video auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Vielen, vielen Dank dafür. Und der Raptor oder der Evolution Raptor hat einen Namen bekommen. Stephanie heißt die Gute und wird den Namen bis zum Schluss behalten. Sie war einmal ein Kompi, heute ist sie ein Raptor. Jetzt braucht sie allerdings zwei Alpha-Saber-Seelen, um halt, ich glaube, Kano zu werden, ne? Kano, dann kommt Allosaurus, dann kommt Rex. Dann kommt Giganotto. Dann kommt Dodorex und dann kommt Dodo Giganotto Rex oder so, keine Ahnung. Glaube ich, wenn die da nicht noch eine Stufe drin haben, die ich jetzt übersehen habe. Irgendwie sowas war da, keine Ahnung. Ich habe herausgefunden, dass ich die Käfer mit dem Wyvern tragen kann. Das bedeutet genau das. Ich kann die Käfer nach oben transportieren. Werde ich aber nicht machen. Jedenfalls nicht zu unserer Base. Ich werde eine Zweitbase bauen. Und zwar auf dem Felsen hier. Dieser Felsen wird der Käferproduktionsfelsen sein. Und dafür muss ich ein paar Sachen machen. Zum Beispiel brauche ich jede Menge Thatch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich schon reicht, aber ich bin gierig. Und oh, diese Schattenspielereien, die irritieren mich manchmal. Oh, hallo? Die irritieren mich. Sogar hart. Denn, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich habe immer gedacht, dass dieser Ort hier so uneben wäre und ich hier nicht bauen könnte. Ne? Das sieht auch so extrem so aus, als wäre halt dieser Ort einfach uneben und schlecht bebaubar. Weil halt die Steine sind halt klein und die naja, der Felsen ist halt ziemlich uneben und so. Aber ganz ehrlich, auch wenn das so aussieht, als würde dieser Felsen hier zu dem Felsen hier gehören, ist der abbaubar. Das heißt, die gesamte Fläche ist eben. Und diese ebene Fläche werde ich benutzen, um hier mein Käferhäuschen zu machen. Und um das Käferhäuschen, ja, das ist halt dafür wichtig, dass wir dann halt die ganzen Materialien aus den bunten, aus unseren RGB-Käfern bekommen. Weil da ist Metall, Cementing Paste, Holz. Ne? Polymer. Und noch irgendein Material, was sehr wichtig wirkt. Mit Metall. Stein. Stein, oder? Waren das Steine? Stein, Holz, Metall, Cementing Paste, Polymer. Ich glaube, das waren die richtigen. Gut, ich muss aber mir den Industrial Grinder bauen und der Industrial Grinder, weil den brauchen wir nämlich, um uns aus den ganzen Darts, die wir hier haben und den Pfeilen, weil wenn wir die zergrinden, bekommen wir keine Narcotics raus, sondern Narco-Berries. Die kann man nämlich nur mit Narco-Berries craften und wenn ich halt den Grinder mache, dann kann ich da so viele Narco-Berries rausziehen, da ich aus den Narco-Berries ganz, ganz viele Narcotics machen kann, womit ich wiederum die Super-Trank-Rifle-Darts herstellen kann. Dann brauche ich nämlich keinen Bärenfarmer und kann wieder versuchen, einen Boss zu tamen. Und na, den Quetzel werden wir zum Schluss machen, ganz ehrlich. Der hat mich gestern so angepisst, dass ich gar keinen Bock auf den habe. Auch wenn der zugegeben sehr praktisch ist, weil der ja, naja, er ist halt sehr praktisch, kann man nicht anders sagen. Ich hoffe zumindest, dass er praktisch ist, weil ich weiß nämlich ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob der eine Plattform hat oder nicht. Weil man kann ja dem keinen geben oder so, glaube ich. Warte. Ich guck mal nach, ob ich einen Plattformsattel den geben kann. Platt. Nicht palt. Platt. Alpha, wir haben Plattformsattel, da haben wir gesehen. Der funktioniert nicht. Paracer Plattformsattel. Haben wir, brauchen wir nicht.
Hammer-Plattform, ganz ehrlich, damit will ich auch gerne mal was machen. Was haben wir noch? Boronto, Plejua, Mosa, Quetz, Titanosaurier. Was wir nicht haben, ist Eternal. Warte, Eternal? Das war kein Eternal. Boss. Einfach Boss-Quetzelsattel gibt es nicht. Auch kein Alpha-Quetzsattel oder sowas. Das bedeutet also, wenn er getamed ist, ich kann mich nur vage daran erinnern, ich weiß nämlich nicht mehr, ob der nach dem Tame ein Plattformsattel dazu bekommt. Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt mir gerne das in die Kommentare schreiben, ob das so ist. Das würde mir nämlich ziemlich viel Ärger sparen, ob ich mir einen tamen soll oder nicht. Oder ob ich mir einfach einen, ich glaube, hier heißen die Juggernaut. Juggernaut-Quetzel holen soll, weil der kann auch, hoffe ich, eine Plattform tragen. Und dann können wir den Versuch starten. Vielleicht machst du direkt einen, weil es nicht so schnell kaputt geht, wie heißt das Ding, einen Tresor oben drauf, eine Vault. Und damit packe ich mir das hier einfach auf den Rücken und kann mir unendlich viele Artefakte mit mir rumschleppen, was hoffentlich sehr praktisch ist. Industrial Grinder, wo kann ich den herstellen? Ich glaube hier, ne? Grinder. S plus Industrial Grinder. Ganz viel Cementing Paste. Kristalle sollten wir haben. Metall, das ist das Problem, wir haben kein Metall. Öl ist auftreibbar und Polymer auch. Und deswegen brauchen wir nicht die Käfer, weil ein groß... Ich dachte gerade, ein Schreigel von einem Tier, was in der Nähe ist. Weil ich erinnere mich aber an gestern, da war ja in der Nähe ein Manticore. Und der hat mir keine Ruhe gelassen. Jetzt bin ich wieder irgendwo hängen geblieben. Ich glaube, unter Strukturen, Metall... Nein. Das war das falsche Teil. Das ist das Richtige. S plus Crafting Station. Crafting. Und man sieht ja schon sehr gut. Außer Öl und Kristalle kriegen wir alles aus den Käfern raus. Und dann brauchen wir nie wieder Sachen holen gehen. Ich baue mal das Käfergehege auf. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann mal die Käfer aktivieren. Ne? Bis gleich. Noch ein paar letzte Wände. Und dann sollte das Käfergehege soweit eigentlich fertig sein. Also... so fertig, wie es mir persönlich ausreichen würde. Denn die müssten ja eigentlich bloß nicht weglaufen können. Das ist alles so irgendwo hier. Habe ich eine Wand zu viel gesetzt. Irgendwie eine doppelt oder so. Man sieht's. Ja, doch. Nee, keine Ahnung. Nee, man sieht's eigentlich nicht. Also ist egal. Warum mache ich das so und nicht irgendwie noch einen Ticken höher oder vielleicht noch einen Ticken hübscher oder so? Weil es einfach total irrelevant ist. Ganz ehrlich. Es soll lediglich. Warte. Ich lasse es mal so. Ich glaube nicht, dass die daran rauskommen. Es soll eigentlich lediglich dafür sorgen, dass die nicht abhauen können. Und das ist auch schon alles. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten die so funktionieren. Eventuell brauchen die noch ein bisschen Kacke. Sicher bin ich mir da aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie mit diesen Käfern gearbeitet, also in Anführungszeichen gearbeitet. Aber ich behaupte einfach mal, die brauchen Kacke. Ich würde glatt darauf wetten, dass die Kacke brauchen, damit die arbeiten. Okay, das ist auch Windering. Die RGB-Käfer haben eine lustige, also allgemein haben Dungbeetle eine lustige Eigenschaft. Und zwar, die wollen immer dahin rennen, wo sie glauben, dass es rausgeht. Und dann bleiben die da immer dran da stecken, was halt doof ist eigentlich. Wow. Okay, das war knapper als geplant. Aber mir persönlich gefällt das so. Die sind gefangen, die kommen nicht weg. Es ist nicht so groß, dass ich zu viel laufen müsste. Es sollte eigentlich funktionieren. Und selbst für den Fall, dass die über eine Mauer drüber kommen, ist da immer noch eine Mauer, wo die erstmal drüber kommen müssen, um zu entkommen. Ja, wobei... ich glaube, eine Mauer höher würde nicht schaden, damit sie da ganz sicher nicht wegkommen können. Ich hoffe, ich komme da hoch. Ja, komme ich aber. Ja, ich glaube, ich mache das noch einen höher, weil ich meinte schon mal Probleme damit gehabt zu haben, dass die Käfer am Rand von... ich bin irritiert, weil die sollten eigentlich zwei Stück sein in einem, was ganz komisch ist. Ich meine, dass die Käfer es schon mal geschafft haben zu entkommen bei so etwas, weil da eine Foundation war, wo die am Rand hochklettern konnten. Und dadurch sind die dann entkommen. Das war ganz seltsam. Obwohl da halt auch ein Zaun war. Das ist Staffel 6, das damals passiert. Hat mich mal geärgert, dass die blöden Viecher mal abgehauen sind und ich nicht wusste, was passiert ist.
Ha, ich glaube, man könnte hieraus sogar optisch noch etwas rausholen. Wenn man es einfach so schrägen macht, die halt von da oben da runter gehen, dann sieht es aber ganz gut aus. Nur eben nicht an dieser Ecke hier. Da sieht das dann doof aus. Ja, ich lasse es erstmal so. Ich denke, das geht eigentlich voll klar. Sollte jeder wissen, das ist ein Käfergehege und keine Main Base, die halt im PvP ihr halt sucht. Ja, jetzt jemals wieder hochkomme, komme ich so ganz leicht. Sehr gut. Dann lasse ich die Käfer jetzt erstmal so, wie sie sind. Ich brauche ein bisschen Metall, um mir die Dinger zu holen. Ich brauche Metall. Ich brauche Metall für den Industrial Grinder. Ich kann es nicht beschönigen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Industrial Grinder hergestellt habe. Bis gleich. Ich glaube, ich habe schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr so verdammt nochmal lange dran gesessen, um eine Sache vorzubereiten. Wir sind gerade bei 1 Stunde und 6 Minuten. Ich habe ungefähr bei Zeitangabe 7 Minuten den Cut gemacht. Das heißt, ich habe gerade 1 Stunde lang vorbereitet, um das Ding jetzt zu bauen. Das reicht immer noch nicht. Wow. Das braucht so scheiße viel Metall. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt aber. Und das alles nur um diese ganzen blöden Sachen. Oh. Geschafft. Boah, hat das viel Zeit in Anspruch genommen. Das ist unglaublich. Wow. Einfach nur wow. Das war der Wahnsinn. Ich habe gerade so viel und so lange fahren müssen. Ich hatte sogar zwischendurch mal einen Server down gehabt und ich weiß nicht ganz warum. Ich mich nicht getraut habe, Alpha zu töten. Weil ich habe Kristall geholt. Polymer bei den Pinguinen. Bin dann zum Biberdämmen hin. Hab einen Alpha-Kano getötet. Bumm. Server down. Da hat nichts mehr reagiert. Boah, jetzt war das so scheiße. Nach dem Rollback erstmal habe ich dann geguckt, dass ich beim Biberdamm den Alpha-Kano nicht getötet bekomme, weil ich Angst hatte, dass der eventuell den Server down, den Crash verursacht hatte. So. Schön nah am Rand. Durch den Platz ausnutzen. Industrial Grinder! Endlich! 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 Ich bin so glücklich. Ich habe leider. Ach nee, warte, habe ich ja gar nicht. Ich hatte den ja für einen bestimmten Grund gehabt, nicht wahr? Genau, guck mal. Ich hatte einen ganz, ganz bestimmten Grund, warum ich den haben wollte. Und den machen wir einfach jetzt. Ich zeig's euch. Ich zeig es euch. Du da. Gib mir das hier, das hier, das hier. Das brauche ich alles nicht. Das will ich am besten auch noch haben. Und diese hier. Dann noch jede Menge davon, die in den Sachen drin sind, genau. Und zwar, ich glaube hier drin, ne? Ah, guckt euch das an. Wisst ihr, was das alles für gleich wird? Massenweise Narcotics. Massenweise, ja? Nicht in Maßen, sondern in Massen. Mit Doppel-S statt einem scharfen S. So, und wisst ihr, was jetzt kommt? Boom. What the fuck? Ihr seht hier vielleicht gerade nur eine unglaubliche Verschwendung oder jede Menge Aufwand, das Zeug da zwar zu machen. Ich sehe da aber in Wahrheit, sehe ich da gerade nur jede Menge Metall. Kostenlos. So. Drugs. Oh, endlich kann ich ein paar davon machen, ey. Dafür hat sich die Stunde Aufwand gelohnt. Vor allem, weil wir werden auch was davon haben, das die ganze Zeit über, ne? Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. So, außerdem kann ich nochmal den hier machen. Hier würde ich ganz gerne rausnehmen. Das ist ja egal. Ja, doch, komm, ist auch Metall. Grind all. Flup. Wir haben Metall, wir haben Polymer, wir haben Cementing Paste, wir haben jede Menge Poisonblatt, das wir nicht brauchen. Wir haben Metall. So, turn off. Brauchen wir nicht mehr. Das kann jetzt alles. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Jetzt habe ich so viel Material auf einmal, was ich nicht brauche. Großartig. Ah, ich freue mich gerade so ein bisschen. Ein bisschen viel. Vor allem, wir haben jetzt Munition, ne? Wo kam die Munition eigentlich jetzt her? Ach ja, genau, auch aus den Darts. Wow, das ist einfach so viel einfach. Wohin damit? Was soll man damit machen? Ich weiß genau, was wir damit machen werden. Und zwar brauchen wir das Zeug hier sowieso für die Sachen, für die Bosse. Das hier würde ich erstmal so machen lassen. Das hier muss ich erstmal entwickeln und ich brauche ja sowieso noch einen Bulk Grinder, damit das hier ein bisschen vorwärts geht.
Ich benötige bestimmt wieder so ein paar Sachen, um den Boss zu spawnen, nicht wahr? Ich wollte übrigens auf der I, wollte ich das hier haben? Auf der F4 meinte ich, auf der I. Ach Gott, ich bin durcheinander. Ich brauche mit Sicherheit ein bisschen was davon, wovon ich jetzt garantiert genügend haben werde. Die Herzen brauche ich. Warte, noch irgendwas? Nee, oder? Wobei, doch vielleicht, da... Oder sind hier noch drüben beim Spawner? Die Matrix-Cores, meine ich. Ich glaube, ja, ne? Ja, ja, die sind auch alle drüben. Dann sollte das, was wir jetzt haben, eigentlich auch erst einmal ausreichen. Wir können uns jetzt mal am Boss spawnen gehen und den tamen. Oh, endlich tamen. Endlich ein Tame. Aber noch eine andere Sache ist ziemlich wichtig. Ich brauche noch einen Pooper. Ich brauche ein Schwein. Ich brauche ein großes, großes Schwein. Und ein Egg-and-Poop-Kollektor. Damit ich die Käfer versorgen kann. Damit die auch benutzt werden können. Ich, ja, Gott, ich, Hilfe! Das ist so widerlich, wenn es im Ohr so ein bisschen juckt. Sich das Jucken ausbreitet. Zu einem ganz, ganz fertig. Was macht ihr da? Das ist ein Mobbingkreis. Zu einem richtig miesen, pieksenden Jucken. Und ihr habt Kopfhörer auf und könnt da nicht dran gehen. Jetzt könnte man jetzt ja sagen, hier, waschen hilft, ne? Aber ich wasche mich ja jeden Tag. Und es kommt ja auch davon, weil es ein bisschen trocken ist dadurch. Naja. Wo muss ich hin? Dahin. Ich weiß gerade gar nicht so, ob man das eigentlich so sieht. Ich habe mal für die Webcam mal einen Schärfefilter eingestellt. Damit das nicht mal so verschwommen wirkt. Sieht bei mir gerade in der OBS-Vorschau alles ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen aus wie ein Spiel mit Anti-Aliasing, ganz extrem Aliasing. Aber hey, ich glaube, das könnte sogar was sein. So, was spawnen wir uns denn eigentlich? Manticore haben wir schon. Dodorex. Wir haben noch keinen Dodorex. Quetz, ja, bestimmt. Spirit Reno. Kann er Bären farmen? Mammut? Gorilla? Daerbier? Bigfoot? Ich glaube, wir holen uns mal ein Rhino. Ich glaube, ein Rhino könnte cool sein. Weil es ein Rhino ist. Ich hoffe, also ich habe die Hoffnung gerade, dass das Rhino Sträucher farmen kann. Dass wir dann hier keine Probleme haben. Ich habe zum Glück diesmal die Spirit Balls da mitgenommen. Und selbstverständlich möchte ich die auch, ich muss es aus dem Inventar einlösen. Das vergesse ich irgendwie die ganze Zeit. So. Ah, Panik! Flucht! Ah. Ich verstecke mich hier einfach hinter dem Wilbern. Nein, wir sind Mann. Wir gehen ran. Und hauen ihn weg. Mit einem Schuss. Hoffentlich. Wenn nicht, dann endet das gleich tödlich für uns. Du bleibst ruhig, ja? Du machst nix. Außer es wird sehr gefährlich für mich. Ich gehe davon aus, dass es gefährlich für mich wird. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es nicht gefährlich für mich wird. So. Jetzt. Flupp, da liegt er. Puff. Den hatten wir sogar mal in Eternal, ne? So, mal gucken, wie viele davon. Eine. Wow. Ich verbringe so viel Zeit, oder ich habe gestern so viel Zeit damit verbracht, die Dinger zu suchen, dass mir nicht aufgefallen ist, dass ich davon nur einen bräuchte. Weil bei Eternal habe ich 6 Stück, glaube ich, gebraucht. Oder 8. Equip-Sattel. Großartig. Warum? Warum braucht der Wichser einen Sattel? Warum nenne ich ihn einen Wichser? Warum bin ich so scheiße? Weil ich es kann. Dass das Alpha Volirino einen Sattel braucht, bedeutet eigentlich automatisch auch, dass ein Quetzel auch einen Sattel braucht, den wir ihm extra geben müssen. Es gibt aber keinen Alpha-Quetzel-Sattel, was bedeutet, ich weiß, es müsste eigentlich so sein, dass ich dann wirklich den Dingensattel geben kann, den normalen Plattformsattel. Das sollte dann auch funktionieren. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich nehme es nur mal an. So, ich habe eben ausprobiert, ob ich den auch so einen geben kann. Geht leider nicht. Matriage? Okay, seltene Stufe Matriage, na gut. Aber erstmal upgraden, weil immerhin einem Gott gebührt auch nur ein göttlicher Sattel, nicht wahr? Ich, Immortal, was für Sinn, ne? Ja, okay. Ist göttlich genug für ihn? Ich hoffe es, weil wenn nicht, gibt's Ärger.
Gib mir ein bisschen göttlichen Trunk. Und du, mein Freund, kannst eigentlich auf... Das hier brauche ich noch. Auf die Schulter kannst du gleich. Ich möchte nur ganz gerne einmal das hier. Ich brauche Steine zum Umwandeln. Naja, habe ich nicht. Brauchst du irgendwas von dem, was du da hast? Oder ist es egal, wenn es wegkommt? Weil mir ist es gerade doch ziemlich egal, wie ich das hier sehe. Weil den... Ja, die Pötte habe ich. Ja, komm, weg damit. Da war nichts bei. Ich bereue nichts. Punkt. Wir spielen heute ein bisschen mit dem kleinen Gott hier. Ach ja, was Namen angeht. Es ist ein Männchen. Ein Männchen, dem ihr einen Namen geben könnt. Übrigens hat er einen coolen Effekt. Solange ich auf den drauf sitze, gibt es einen XP-Bonus. Cool, oder? Leider haben die Tränke nicht ausgereicht, um ihn maximal zu leveln. Aber, das war jetzt, das war gerade der Schaden, den er macht, wenn ich nicht booste. Also es war kein Movement Speed Boost dabei. Das da war mit Movement Speed Boost, aber wie ihr seht, da war gerade was Großes, ach nee, das war einfach nur ein Pyramidon, der ganz nah war. Der macht scheiße viel Schaden. Das ist Wahnsinn, wie viel Schaden der macht. Das war gerade, 2 Meter Anlauf. Schaden mit 2 Meter Anlauf, ohne volle, vollen Damage, der ausgeskillt ist. Und der ist auch ziemlich langsam, muss ich leider gerade feststellen, im Wasser. Ich weiß nicht, ob ich damit dahin komme, wo ich jetzt ganz gerne ein bisschen damit rumblödeln möchte. Ich glaube, ich fliege mit dem Messer nochmal einen Ticken irgendwo hin, wo ein bisschen gute Fläche ist zum Töten. Dann werden wir noch ein bisschen Spaß mit dem haben. Ich glaube, ich habe einen guten Platz gefunden. Ja, ganz in der Nähe ist Mord, Totschlag, Verderben. Alles, was irgendwie gefährlich für uns sein könnte, ist hier. Zum Beispiel ist hinten um die Ecke ein Drache. Den würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Also, ja, da ist auch schon. Wir wissen ja bereits, Drachen sind nicht in der Lage zu fliegen. Außer der da? Nein, ist der auch nicht. Der kann nur gut fallen. Der braucht halt ein bisschen länger, um zu checken, dass er fallen muss. Aber, wir sehen den Dodorex da. Und nicht getroffen. Ah, Moment, noch einmal. Bam, bam. Das war eine Menge Schaden. Warte, 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 warte. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin noch nicht. So. Und das war's. Tot. Und verderben. Ach ja, wir können übrigens keine Gebüsche abbauen. Minions. Minions. Kein Schaden. Oh, wie süß. Wieso machst du schon wieder ein Wheelie? Ich kann springen. Das ist auch cool. Irgendwo. Irgendwie. Keine Ahnung. So, ein bisschen was geht noch auf Melee Damage. Ausgelevelt. So, auf den Punkt. Und dann geht noch ganz viel auf HP. Ich glaube, wir haben gerade sogar ein bisschen Schaden bekommen durch das Feuer, oder? Warte, bauen wir Fleisch ab? Wir können unsere Feinde auffressen, obwohl wir ein Pflanzenfresser sind. Das erklärt vermutlich auch, warum wir keine Pflanzen abbauen können. Das ist doof. Ich kenne Pflanzen. Wir brauchen immer noch einen Pflanzenfresser. Ja, ist ja gut da unten. Lebt der Indominus Otto noch? Geh ich mal drum kümmern, mein kleiner Freund. Mein Minion. Ach ja, ist das nicht schön. So. Ausgelevelt. Puff, wieder voll mit 77 oder 778? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 77 Millionen AP. Ist nicht unbedingt wenig. Der Indominus lebt noch. Ich würde gerne... Oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mal mit Vollspeed rammen, aber ich glaube... wird nichts. Wir fliegen einfach immer drüber hinaus. Müssen wir halt gucken, dass die hinter uns herkommen. Interesse verlieren. Irgendwas juckt mich gerade im Hals. Verdammt. Und dann einfach zurücklaufen und die voll wegballern. Und? Was war denn das? Das war so lahm, der hat nicht mal Interesse war an uns. 1 Million Schaden. Mit 2 Meter Anlauf. Wow. Das ist echt hart. Na, guck mal, die kommen hinter mir her.
Interesse ist schon mal vorhanden und... Boah, 5 Millionen Schaden. Ah, oh, das ist ja Wahnsinn. 5 Millionen Schaden. Okay, ganz ehrlich, das Vieh ist ein Gott. Das Vieh ist ein Gott aus Ark und wir reiten drauf. 3 Millionen Schaden. 5 Millionen Schaden. Wow. Das ist fucking viel. Dummerweise, sobald es springt, wird es sofort sehr langsam. Verliert seinen Movement Speed. Er braucht halt noch eine Weile, um. Ja. Der bremst auch ziemlich schnell sofort wieder ab. Das ist leider doof. Aber ansonsten ist das Vieh mega geil. Ah, was war. Seht ihr, was ich meinte? Er wird einfach langsamer, wenn man springt oder wenn man fällt, weil sofort sein ganzes Momentum verliert. Wäre cool, wenn das Momentum, also der Anlauf, den er hat, halt nicht sofort runtergehen würde, sondern sich halt noch so einen Moment halten würde, dass man halt wirklich eine Chance hat, auch mal kurz irgendwo gegenzuknallen, ohne sofort langsamer zu werden, ne? Das geht leider nicht. Das finde ich schade. Ihr seht es ja, ich knall einmal irgendwo gegen und sofort bin ich langsam. Ja, das Dodo war gerade bei 5 Millionen Schaden, ne? Also wow, das ist 5,4 Millionen Schaden machen. Das ist schon ziemlich krass. Gut. Es könnte sein, dass die Folge sehr lang, sehr kurz war, aber ich werde es an dieser Stelle beenden. Das hat den einfachen Grund, weil für mich sind das bereits 1,5 Stunden und ich glaube, ich bin wirklich schon bei einer sehr, sehr langen Zeit und ich würde eigentlich auch ganz gerne mal so langsam, weil der Marvin kommt ja gleich. Ja, auch wenn gleich relativ ist. Und ich möchte ja noch ganz gerne ein anderes Projekt aufnehmen mit ihm zusammen. Und da er ab morgen Urlaub hat, wird er nämlich hoffentlich die Zeit haben, mit mir das Spiel die ganze Nacht über zu zocken. Vielleicht mache ich bis da kommt noch einen Livestream mit Subnautica, aber nicht mit Ark. Und Ark machen wir noch weiter irgendwann. Muss mal gucken, wie ich Zeit und Lust drauf habe. Dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr. Moment. Okay, Anlauf verloren. Über ein Däumchen nach oben abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.